Donau 3 FM präsentiert Schüttel den Ortlieb. Heilig Bimber. Ihr müsst näher treten, um dem Ortlieb die Hand zu schütteln. Das ist ganz wichtig. Besonders hat das auf Frauen abgesehen. Bitte nicht die Handynummer weitergeben, auch wenn er danach fragt. Danke. Was für Handynummer haben Sie? Das ist schwierig, aber es ist ganz schön. Ich habe auch schon die Schiedler gefahren. Junge Dame, guten Morgen. Ich bin der Opfer, 32 Jahre jung, Single. Oh, ja, bitte, ja. Guten Morgen. Machen wir mal das Doppel. Was heißt das nicht Doppel? Ich habe das heute Morgen richtig im Radio gehört. Ja, natürlich. Das ist der Herr Nopper-Zeidler. Ja. Ich finde, der geilste Typ von Biberach. Deswegen ist er auch Bürgermeister. Noch ich zwei. Ja, neu, wir tauschen ja. Du moderierst demnächst und ich mache mal kurz einen Tag der Geschäft. Und dann gucken wir, vergleichen. Aber jetzt hat der Zeidler ja gerade eben deine Hand geschüttelt, Ortlieb. Ja, wie war es denn jetzt für Sie, dieses Erlebnis? Ihm die Hand zu schütteln. Ja. Also vor allem hat er ja die rechte gar nicht einsatzfähig. Ja. Wir müssen sozusagen auf die linke Hand ausweichen. Es war ein fulminantes Erlebnis, ja. wie alles, was man mit euch beide machen darf. So Handschütteln eines Moderators. Unglaublich, ein schönes Erlebnis. Das ist der Herr Landrat, bloß dass es wissen. Grüß Gott. Ein eingefleischter Donau 3 FM-Hörer, der weiß, dass es in Ulm nur einen Sender gibt. Genau, und was denn auf dem Radio auf die Falle auf überall, Radar und so. Gute Besserung. Danke vielmals. Wie kann ich sonst noch was tun oder vielleicht für Ihre Frau oder so? Was kann der Schüttler nochmal? Ja, Schüttler, weil Sie sind ja viel beschäftigt. Hallo, hier ist eure Donau 3 FM Morning Show und nur an dieser Stelle heute hier an diesem Platze bei bestem Sonnenschein. Und jetzt wird es richtig prominent hier bei der Donau 3 FM Morning Show. Denn wir schütteln jetzt einem frisch gewählten Bundestagsabgeordneten die Hand. Herr Rief, schön, dass Sie zunächst mal gratulieren. Wir sind von Donau 3 FM die Morning Show. 57%. Nein, 59, ja. Ist egal. 59, davon träumen wir. Kann ich irgendwie das Erfolgsrezept von Ihnen haben? Schaffe. Einfach arbeiten. Hat das auch was damit zu tun, dass Sie einfach ein gut aussehender, kerniger, knackiger Typ sind? Das glaube ich nicht. Weil ich so gut aussehe, bin ich immer mittlerweile über 50. Da sind die besten Jahre, was die Schönheit anlangt, längst vorbei, wobei ich die nie hatte. Aber ich habe ein gutes Rezept, Gurkenmaske. Bitte? Gurkenmaske. Ja. Da weiß ich, was ich mache. Wenn Sie in Berlin sind, bin ich der Knecht auf Ihrem Hof. Ich habe einen angestellt schon. Ne? Aber, und Sie sind der Knecht auf dem Hof und ich bin der Knecht von allen Bürgern. So ist es halt. Das ist okay. Der Ortliebknecht. Ja. Der Ortknecht. Der Ortknecht. Das ist ein schöner neuer Name. Ja. Danke, Herr Lieb. Danke.